Herzlich willkommen bei Was gibt es Neues mit Michael Nirvarani, Monika Weinzettel, Gerold Rudle, Florian Schäuber und Viktor Gernotz. Meine schön. Heute haben wir den Weltschildkrötentag, jährlicher Festtag zu Ehren und zum Schutz dieser 220 Millionen Jahre alten eierlegenden Kriechtiere. Ja, ist das schön. Zu Wasser und zu Land. Für euch gibt es heute allerlei Schildkrötiges als Goodies und eine krötige Frage. Ich möchte gleich zu Beginn wissen, eine wirklich krötige Frage. Was versteht man unter Krötenzöpfen? Krötenzöpfen? Ja. Krötenzöpfen, die das an ist mein Fenster töpfen. Krötenzöpfen, die an mein Fenster. Silbenmäßig ist es ausgegangen. Ja, das ist aber das Einzige. Also prinzipiell, ohne jetzt schon wieder sexistisch sein zu wollen, aber es gibt ja gewisse, sagen wir mal, Personen der menschlichen Rasse, die man als Krot bezeichnet. Ja. Kannst du das personalisieren? Ja, nein, die kenne ich auch. Ja, also ich habe jetzt extra nicht gesagt, schiere gerade, aber es gibt natürlich auch, also ich kann mich erinnern, in der Schule, da waren schon manche dabei, ich war ja immer höflich, ich habe nicht schiere gerade gesagt, ich habe gesagt, schiere Gredel oder Kropfen, aber es hat trotzdem ein paar gegeben, die haben gesagt, na, das ist so schiere gerade, und vielleicht, wenn die Zöpfe hat, sind das die Krötenzöpfe? Nein, das wäre doch ganz, ganz fies, und wir würden doch niemals nach solchen Dingen hier in der Sendung und was fragen. Niemals. Aber was war da jetzt sexistisch? Der Krapfen. Das ist nicht verstanden. Ja. Wenn einer Froschaugen hat, kann er sich gleich Krötenzöpfe auch dazu machen. Ja. Also Gerolds Fische, ja. Also der Gerold hat ein Aquarium und so mini kleine. Der Geschlechtskrank. Wieso? Gerolds Fische. Ja. Aber okay, Fische sind keine Geschlechtskrankheit, ja, das sind Pilze. Du musst nicht alles verstehen. Ich verwechsel das immer. Okay, aber seine Fische, vielleicht nur seine, ich weiß nicht, ich habe keinen Vergleich, die, wenn die, wie sagt man das jetzt, schon Kinder zu, also wenn die gacksen, ja? Ja, wenn Kinder zuschauen, muss man scheißen. Koten! Ja, wenn Gerolds Fische koten. Wenn sie Stoff wechseln. Oder so? Ja. Sie wechseln mit niemand anderem. Dann ist das so ein kleiner Fisch. Mhm. Und wenn der kotet, ich glaube, der kotet den ganzen Tag, dann hängt da unten wirklich so ein langes Würstel raus. Ja? Und wer weiß, wie das bei Schildkröten ist. Die sind ja doch größer als die kleinen Fische. Die machen nicht so kleine. So die machen Krötenzöpfe. Die machen Zöpfe. Krötenzöpfe. Ja, aber ich meine. Die sind ja langsamer, die haben ja mehr Zeit, dass sie das flechten dabei. Das stimmt, das bitte. Ja, stimmt. Ach Gott, aber wir reden natürlich vom Schildkrötentag, aber es muss ja nicht mit Schildkröten zu tun haben. Nein, es kann ja auch mit. Kröten. Ja, also oder mit das Umgangssprachliche. Kröten. Genau. Ich wollte vielleicht ein bisschen helfen. Es gibt ja Kröten, die sind ja aus derselben biologischen Familie wie die Frösche zum Beispiel. Mhm. Und Kröten sind meistens, also nicht meistens, es gibt wirklich Schirche, also es gibt als Kröten Schirche, mit Warzen und mit allem möglichen. Ja. Und vielleicht gibt es eine Krötenart, die dann so Hautfortsätze hat, die Zopfform. Haben. Das sind Krötenzöpfe. Ah ja, na gut, noch was. 350 Folgen fragen wir jetzt dann einfach aus klassischen Begriffen. Nein, ich wollte mich selbst ablenken, weil vorher wurde ja geschildert, wie Fische koten und dann wurde und immer weiter gesponnen. Und ich habe jetzt das Bild im Kopf, wie das beim Nier ist, vom Verhältnis her. Und ich wollte mich selber ablenken, aber das ist eh mein Problem. Ich sage da ganz ehrlich, ich scheiße selten ins Aquarium. Sehr selten. Manchmal ja. Danke. Kann ich beruhigen? Danke dafür. Aber ich bin beruhigt. Dankeschön. Aber selbst wenn er das machen würde, wäre es ausverkauft. Aber nein, es wäre toll. Aber
viele, viele Männchen ja? versuchen gleichzeitig ein Weibchen zu begatten und durch diese bordschatten Begattungsversuche bildet sich so etwas wie ein Zopf und das sieht dann aus wie ein Krötenzopf. Und mehrere Laichzeit sind Zöpfe. Krötenzöpfe. Weil und wir das machen jetzt Nägel mit Zöpfen. Ja. Das ist vollkommen richtig. Ja. Victor Gernot löst die erste Frage der Sendung. Es gibt einen deutlichen Männerüberschuss bei den Kröten und das führt genau zu dem, was der Victor gerade beschrieben hat. Und so sieht das aus. Das ist ein Krötenzopf und obwohl das sehr lustig klingt, ist es für das Krötenweibchen extrem gefährlich. Weil wenn es zu viele werden, wird sie unter Wasser gedrückt und kann dabei ertrinken. Also das ist gar nicht so lustig. Du musst es sagen, ein Chör mit Gangbang. Ein Chör mit ist ein Frosch und jetzt kommen alle Puppen. Da gibt es sicher eine Webseite im Internet dafür. Ich möchte mich bedanken bei Ute Nüsken aus den Markteierauen. Sie sind vom Fach. 300 Euro Büchergutschein. So. In Zeiten der Krise reden wir jetzt von Sparmaßnahmen und zwar um Sparmaßnahmen beim Post- und Paketzustellungsunternehmen UPS. Ich nehme an, ihr kennt das, wer in Amerika schon mal Urlaub gemacht hat, kennt diese, ich sage mal, Leichenwegen dazu, aber das ist UPS, Paketzulieferfirma. Und die haben etwas gemacht. Die haben sensationelle Sparmaßnahmen eingeführt. Ja? Aber womit konnten die über 10 Millionen Euro einsparen, jährlich? Indem die Leute die Pakete selber abgeholt haben. Seit 2008, wollte ich noch sagen. Also ich glaube, die sparen am Personal. Aha. Oder an den Navigationsgeräten. Die haben die Navigationsgeräte gespart. Nein, das ist nicht, aber du bist gut, das ist gut, das ist gut, das ist richtig. Und bitte, wir reden nicht von Österreich. Wir reden von den, sie konnten das mit dieser, nein, mit dieser Sparmaßnahme konnten sie nur in den Vereinigten Staaten punkten. Hä? Ja. Ja, du kannst ruhig so schauen, du kennst die Antwort. So. Wir haben die Auflösung noch nicht im Kopf. Ach so? Nein. Mhm. Schade. Sie haben Fahrer genommen, die sie auskennen. Ja. Weil bis jetzt war es immer so, dass die ganzen Fahrer zu den Backerl hinten gesagt haben, du sage nicht Fahrer. Endlich jemand, der sie auskennt. Das ist aber eine geile Kröte. Dann haben sie umbenannt von UPC auf UP2. UPS! 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 UPS. Ich mein, no. Nein, sie fahren auch nicht mehr mit teurem Benzin, sondern mit billigem Benzin. Nein, sie liefern nur mehr an Adressaten, die insgesamt mehr als 10 Briefe der Pakete haben. Also alles, was unter 10 an Anzahl ist, wird nicht mehr ausgeliefert. Wir sind bei der Navigation von der Monika, habe ich eingehakt. Und damit hat es zu tun. Damit hat es zu tun. Damit aber hat es implantiert. Mit der Wegoptimierung. Heiß, also Wärme. Pass auf, Wegoptimierung. Wegoptimierung, deswegen, früher wurden die nach Stunden bezahlt, jetzt werden sie nur mehr nach quasi Kilo ausgelieferten pro Paketen Kilometer bezahlt. Ja. Daher haben die natürlich früher getrödelt und sind ins Kaffeehaus gegangen und mittlerweile zahlen sie es nicht an, weil wenn sie mehr Backeln ausliefern in 3 Stunden, kriegen sie mehr Zeit. Ein guter Gedanke, aber was hat das jetzt mit Navigationssystem zu tun? Je kürzer der Weg, desto mehr Geld kriegst. Was, je kürzer der Weg, desto mehr Geld kriegst du. Also die quasi quer durch die Wand fahren, verdienen am besten. Ja. Nur das Auto ist leider im Eimer. Und sie haben die Leute, die Backeln bestellt haben, Schön, dich zu hören. Ich glaube, Ihr Fernseher ist kaputt. Der Fernseher hat was. Also. Sie haben die Leute, die Packerl bestellt haben, gebeten, zusammenzuziehen, dass die alle in Anbetracht sind. Packerl-WGs. Eine UPS-WG. Die Amis haben endlich die Navigationsgeräte auf Englisch umgestellt, weil auf Deutsch haben sie es einfach nicht verstanden. Die sind im Gras gefahren, die sind voll Schaubogen. Ja. Und jetzt können sie die Navigationsgeräte endlich bedienen und jetzt geht das alles schneller. Wir haben, ich bin überzeugt, dass ihr draufkommen könnt. Eine zusätzliche Software haben sie.
Ja, sie geben, eine sie geben die Adressen ein, die heute dran sind, und diese Software optimiert den kürzesten Weg. Weil die sind früher mit, quasi mit der Kirche ums Kreuz gefahren und jetzt ganz direkt zack, 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 zack. Zack. Aber jetzt gibt es eben etwa. Nochmal zack, sag mal. Ja, sag nochmal. Zack. Super. Aber es gibt halt in den Vereinigten Staaten etwas auf den Straßen, eine besondere Form, die es bei uns nicht gibt. Hat eine total motivierende, nette Stimme, das Navi. Nicht so eine erotische. Eine erotische Stimme. Aber dann kannst du damit Geld einsparen. Na, weil die dann einfach motivierter sind. Nein, als ja dieses nicht. Bitte wenden. Ja und? Ende der Spracherkennung. Und es ist halt in dem Fall irgendwas. Ja, wenn du jetzt rechts fährst, bekommst du eine kleine Belohnung, mein Dicker. Oder so irgendwann. Ja, sie dürfen das Speed Limit, sie dürfen schneller fahren. Nein, dürfen sie nicht. Sie machen etwas, was ganz legal ist. In den Vereinigten Staaten, an jeder Straßenkreuzung, da muss man sich... Marihuana rauchen! Nein! Da fliegen sie da in manchen Staaten. Ja, also für aber UPS liefert nicht nur in Colorado, glaube ich, haben sie es jetzt legalisiert. Egal. Nein, es ist etwas, wo wir Europäer, wenn wir zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten Auto fahren, uns daran gewöhnen müssen. Die Ampel ist rot. Bei Rot rechts abbiegen dürfen. So ist es. Du stehst als gelernter Autofahrer in Europa, stehst du bei der roten Ampel, hier geht meck, 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 weil du rechts abbiegen darfst. Weil ja. Aber das dürfen ja alle in Amerika. Ja, eh. Das, ich habe ja gesagt, es ist eine Besonderheit, die es nur in den Vereinigten Staaten gibt. Und jetzt hat UPS gesagt, wir programmieren unsere Navigationsgeräte so, dass die Fahrer immer, also nicht immer, manchmal muss man links abbiegen, aber in den meisten Fällen Straßenmöglichkeiten finden, dass sie nur rechts abbiegen können, weil sie dort nicht an der Ampel stehen müssen. Weil sie sehen, da kommt nichts, also kann ich abbiegen. Aber einen das heißt, Umweg fahren dafür? Nein, sie fahren keinen Umweg, das ist eben genauso ausgeklügelt, aber sie können immer rechts abbiegen. Dadurch stehen sie nicht an der Ampel, dadurch müssen sie nicht neu starten, dadurch müssen sie nicht mal neu Gas geben, sie können einfach durchrollen. Sie haben auf diese Art und Weise seit 2008 jährlich 10 Millionen Dollar eingespart, weil sie immer nur den Weg über die Rechtsabbiegemöglichkeiten programmiert haben. Wow. Großartig, wow, oder? Wow. Ich bedanke mich für diese hochinteressante Frage bei Manfred Stanke aus Wien mit einem 300-Euro Büchergutschein. Meine Damen und Herren, ich bitte auch Sie, uns Ihre Fragen einzusenden. Ein lustiges Ding der Woche. Alle Adressen, um uns etwas zuzusenden, sind an dieser Stelle eingeblendet. Wir besuchen Sie auch gerne mit der Kamera. Und dann stellen Sie meinem Rateteam die Frage persönlich. Hallo, liebes Rateteam. Mein Name ist Katrin. Ich bin aus Salzburg. Und ich habe heute folgende Frage für euch. Wer oder was ist ein Zonensammler? Wer oder was ist ein Zonensammler? Na, die statt die Panini-Pickel, die Vorverkaufsscheine von den Wiener Linen. Da gibt es Sammelalben dafür. Und, ja. Zeitzonen. Ah, ja. Okay. Ich, Michael Niavarani, beschränke mich ab jetzt auf Hauptwochenabsonderung. Ja, super, dass wir uns ausgeredet haben. Das ist Zeitzonen. Du meinst, das ist wie die Flugmeilensammler, ja. die über die Zeitzone, über ja. welche immer, ja. fliegen, die sammeln ja. dann zusätzlich... Pro Zeitzone, über die du fliegst, gehst oder Rad fährst oder auf einem Esel das reitest. Das ist nur blöd, wenn du also in die eine Richtung fliegst, also wenn du nach Osten fliegst, dann verlierst du irgendwann mal einen ganzen Tag. Nein, nein. Na, umgekehrt, wenn du nach Westen fliegst. Ja. So Leute, die exzessiv Computerspiele spielen. Und da gibt es ja verschiedene Namen für die verschiedenen Stufen, Schwierigkeitsgrade des Spiels. Und das heißt sicherlich bei manchen auch Zone oder sowas. Nein, hast du immer Level. Hast du immer Level? Ja, ich habe noch nie Level. Computer gespielt. Mhm. Ich möchte diese Frage zurückziehen. Die Antwort. Darf ich was sagen? Ja, hast du eigentlich Antwort. Level. Zeitzonen. Danke für den wertvollen Beitrag. Ja. Ist es wirklich immer nur Level? Also es gibt schon, ich glaube schon, dass es irgendwie Spiele gibt, wo es auch die nächste Zone, oder? Wirklich? Ich glaube schon. Glaubst du das? Ja, ich will einfach mal jetzt... Okay, ich glaube nicht. Das ist die heutige Kasperl-Post-Frage. Bitte schreiben Sie an den ORF 1136 Wien. Haben Sie zu Hause mehr Zonen auf Ihrer PS3 oder mehr Level? Ja, aber... Also der Oliver und ich, wir tun halt noch Lesen oder Sport betreiben. Genau. Wir brauchen diese Computerspiele. Wir lesen so spannende Sachen wie Twilight Zone. Und nicht Twilight Level. Ja, natürlich, das ist natürlich. War das ein Hint?
Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Okay. Zonen kann man nicht sammeln. Wie kann man Zonen sammeln? Ja, ja, wenn ich danach frage, kann man's. Vielleicht sind erogene Zonen gemeint. Das habe ich auch schon, das ist ein neuer. In der Kamasutra eine Technik, wenn dir deine eigenen erogenen Zonen zu langweilig geworden sind, trainierst du dir neue an. Das ist... Ich möchte jetzt nicht nachfragen, ob du aus eigener Erfahrung sprichst oder... Ja, na, da ist einiges möglich. Ich habe schon immer gedacht, wieso du dauernd immer so verkaufst. Ja. Oh. Irgendwie demonstrieren, wie man sich eine erogene Zone antrainiert. Das dauert lang. Du brauchst viel Tagesfreizeit. Okay. Aber ich habe gehört, deine erogene Zone geht von den Haarspitzen bis zu den Fußsohlen. Die Haarspitzen, da wird immer mehr erogene Zone. Also es gibt nichts, was du nicht angenehm empfindest, wenn du irgendwo berührst. Du, es gibt zwei Möglichkeiten, sie gehen dir aus oder man ergraut. Beides probiert gerade gleich. Ich habe mich für die andere Variante entschieden. Okay. Du hast beides. Bester Fotograf. Ihr beides. Wahnsinn! Der Marani hat wieder mal den Jackpot. Ne? Ja. Zwei Randgruppen in einer. Ja. Wahnsinn! Der hat auch sicher flächenmäßig die größte erogene Zone. Ja. Ist immer groß, dass du bei schütterem Haar von Randgruppe sprichst. Ja. Die Waldrandgruppe. American Football. Was? Beim American Football gibt es Zonen, glaube ich. Beim American Football? Schon, gell? Nein, das Zonen. Sind Quarter, das nicht Zonen? Das ist Quarter. Eigentlich teilt in Yards. Na, Yards. Aber Quarter ist die Zeit. Zwischen Yards 20 und 30 Yards ist, glaube ich, eine Zone. Okay. Jeweils. Sag ich jetzt mal. Und der die meisten Zonen mit dieser... Eierwuchtel da. Du, der Gerold Wuchtel hat da was dagegen. Der kann nein, nicht nein, hören. Lass ihn. Das nein, ist die nächste Kasperl-Post-Frage. Im Zeitalter der Klimaerwärmung gibt es Klimazonen. Ja. Gibt's auch. Nein. Klimazonen gab es immer. Nein. Entschuldige, es ist vielleicht ganz einfach, es ist vielleicht die Fußgängerzone. Jeder, der dort Geld haben will, sich aufstellt, bitte, kleine Spende, ist ein Zonensammler. Ah. Ja. Ja. Das wäre schön. Ein Bettler in der Fußgängerzone. Ja, ein Zonensammler. Oder auch Unterschriftensammler. Oder was auch immer, genau. Wenn du was in der Fußgängerzone sammelst, bist du ein Zonensammler. Ja. Ja. Und dann blöd auffällst und Watschen sammelst oder so. Ja, das ist alles, das also, klingt gut. Soll ich jetzt wegen der Klimazone? Ja, bitte. Also, ich meine, es ist eh nicht besonders intelligent, ja, aber das geht ja in der Sendung nicht. Du hast es erkannt, Monika. Also, es gibt definitiv eine Klimaerwärmung und wir haben früher vier Klimazonen gehabt, Sommer, Herbst, Winter, Frühling. Jetzt das haben sind wir, Jahreszeiten. Ja, das passt schon. Das ist lauwarm, heiß, bisschen kälter, kalt. Ganz einfach. Ja. Jetzt haben wir, ich habe gesagt, das ist nicht intelligent. Jetzt, es ist nicht intelligent, es ist einfach falsch. Nein, weißt du, die vier Klimazonen? Anders. Wie die Jahreszeiten jetzt heißen. Frühling, Arschloch, Herbst und Winter. Okay. Weiter. Nein, nicht das passiert. Also es gibt vier Zeitzonen, vier Klimazonen. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ich habe gestern Vivaldi aufgelegt, die vier Klimazonen, Herbst. Wieso sammelst du die? Vivaldi, die vier Klimazonen. Oh, ja. Nein, bitte, zum Abschluss jetzt, dann muss ich sagen. Mittlerweile gibt es Überschwemmungen, Erdrutsche, ja, das kommt ja alles dazu. Das sind neue Klimazonen. Zonen. Genau. Und die sammelt irgendwer, die schreiben die alle auf und vielleicht führen wir schon. Vielleicht ist Österreich schon auch schon so weit vorn wie beim Song Contest. Danke für diesen nicht intelligenten Beitrag im Original-Wortlaut. Wir fragen jetzt die Katrin und die wird euch aufklären und wird euch sagen, was ein Zonensammler ist. Ein Zonensammler dient zur Qualitätskontrolle bei Schüttgütern, also zum Beispiel bei Getreide oder bei Kaffeebohnen. Das ist ein hohler Metallzylinder, der an einer Seite Öffnungen aufweist. Den steckt man in das Schüttgut rein, öffnet die Löcher und kann so zonenweise Proben entnehmen. Wisst ihr, was ich meine? Schüttgut, ja? Also mehrere Sachen, eine Probe, Mais, unten, der ist faul, raus mit dem Sack, kann man nicht verkaufen. Es ist einfach, weil du kannst bei den vielen, vielen Säcken, wo Schüttgut drin ist, ja nicht jeden einzelnen kontrollieren. Bitte? Oliver, es ist so schön, wenn man da die vier Herren anschaut, die Dame anschaut, die wirklich sehr hübsch ist. Ich weiß gar nicht, ob die Antwort jetzt verstanden haben.
Welche Dame? Ich glaube, der Viktor, der reflektiert eher auf das Schüttgut, oder? Oder auf den Zonensammler. Nein, ich habe mir gedacht, es ist genau eine von diesen Antworten, wenn man mich jetzt nach dieser Sendung fünf Minuten später fragt, du, wie war denn da die Auflösung von deiner Frage, kann ich es dir nicht mehr sagen, weil mich das sowas von überhaupt nicht interessiert. Also dieses... Dass man da, weißt du was? Ich glaube, dass das stimmt. Ja. Deswegen, ich mache einen kleinen Test. Wir haben ja heute Schildkröten. Oh je. Weil, pass auf, wir gehen zurück, mir fällt da was ein. Im Jahr 2012, im Oktober 2012. Du, kann warst, mich genau erinnern. Du warst da, Viktor, und dann wir. Wir waren beide in dieser Sendung. Ja. Oh je. Und da haben wir gefragt, was ist eine Schildkrötenführung? Oh je. Jetzt bin ich gespannt. Na? Zeitzone. Ganz langsam. Ihr wisst es nicht mehr. Ihr wart beide da. Die Schildkrötenführung. Ja, das ist, wenn Otto Schenk die Führung durchführt. Wir gehen jetzt in den das ist ein grünen Saal. Keine Ahnung. Ja? Keine Ahnung. Aber das wirklich traurig auf dieser Sache ist, ihr zwei passt es nicht auf und die anderen drei schauen sich die Sendung nicht an, wenn sie nicht eingeladen sind. Nein, ich will es nicht auflösen, es war nur für zwischendurch gedacht. Es handelt sich um das Bauteil einer Schiebetür. Wisst ihr noch, das war die Führung an der Unterseite, wenn die Schiebetür am Boden entlang kriegt. Genauso ein unnötiger Schatz wie das vorher. Schon, oder? Drum haben wir das richtig. Du wirst dich das nächste Mal freuen, wenn du eine Schiebetür öffnen musst, dass du eine Schildkrötenführung hast. Ja, bei der nächsten Schiebetür denkst du an mich. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Wenn einer von uns sagt, ich glaube, das ist bei einer Schiebetüre unten, würdest doch du drauf sagen, du glaubst echt, wir fragen noch Schiebetüren da erinnern. Ich werde in Zukunft bei meinen Freunden dermaßen Eindruck schinden, wenn ich mit Berner am Balkon an eine Bofin gehe und sage, weißt du, dass du da unten eine Schildkrötenführung hast? Bei der Balkontür ist meistens keine Schildkrötenführung. Entschuldige, Oliver, wenn man Schildkröten hat, braucht man keine Schiebetüren, weil da hat man automatisch einen Türstopper. Ich hatte als Kind eine Schildkröte und ich bin mit der in den Park gegangen. Das ist dein Tempo. Und das ist dein Tempo. Das passt, ja. Und dann Husch weg vorne, oder was? Und sie ist mir davon gelaufen. Wirklich wahr. Wirklich wahr. Ehrlich. Ja. Es gibt Menschen, die gehen mit ihrem Hund in den Park joggen, aber Rani geht mit der Schildkröte. Ja. Ja, die Wahrheit ist, ich habe um die Schildkröte so einen Luftballon, der so schwebt mit Helium. Und ist davon geflogen. Und ja, und haben wir gedacht, ich sehe, wo die da spazieren geht, weil ich sehe, wo der Luftballon ist. Und mach halt was anderes. So, so habe ich ihn im Park kennengelernt. Hey, brauchst du einen lustigen, für was gibt es Neues? Ha? Und währenddessen, wie er umtrat, fliegt der Ballon durch die Gegend. So habe ich ihn kennengelernt. Ich habe einen Bernd Krötenzopf kennengelernt. Ja, und dann war der Ballon weg. Der Ballon war weg? Dann war der Ballon weg und ich habe diese Kröten nicht mehr gefunden. Nämlich wirklich nicht mehr gefunden? Nein, nicht mehr gefunden. Hast du versucht, Stöckchen werfen? Ja, ja, nein, das war, die war weg. Danach entstand ja der Film Free Willy. Ja, ich habe da nicht mitgespielt. Stell uns einmal eine Frage, wir versuchen, dass wir eine Antwort finden. Was sagst du? Ich will nicht keine Frage. Hey, coole neue Idee, genau. Ich zeige euch ein lustiges Piktogramm. Auch nicht schlecht. Haben wir noch nie gehabt. Schaut mal, was wir diesmal gefunden oder beziehungsweise was uns zugeschickt worden ist. Ja? Erklärt mir das in 1, 2, 3, 4 Striche. Das letzte ist ein Rufzeichen. Ja, hätte ich sofort den Ausdruck, hätte ich auch gesagt. Achtung, dein Handy hat, also du hast 4 Striche Empfang. Ja. Und der 5. Ist Achtung! Der 5. hört der NSA mit. Ihr seht das wirklich drin? Handyempfang, 4 Striche und Rufzeichen? Ja. Ich habe das nicht gesehen. Ja, ist richtig, gell? Handyempfang oder Lautstärke? Cool. Handyempfang. An dieser Stelle haben Sie guten Empfang. Es ist ein Schild
aus den Schweizer Zügen. Ja. Und zwar hängt das in den Waggons, wo der Handyempfang besonders gut ist. Ja. Wow. Herr Vorreiter. Wow. Wahnsinn. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe, also wenn man mich getestet hat, ich habe da fünf Strichel gesehen, ich habe das nicht als Rufzeichen. In einem österreichischen Zug konnte das nicht passieren. Da wäre hinten ein Ruf, ein Fragezeichen. Nein, nein, das ist dasselbe, aber durchgestrichen. Dass das Pickel da ist, kann da passieren, im österreichischen Zug, nur der Empfang wird trotzdem nicht gut sein. Gut, ich bedanke mich bei jemandem aus der Schweiz. Wir haben auch da Zuseherinnen. Andrea Bühner aus Bassersdorf in der Schweiz. Wir haben Sparmaßnahmen im ORF, Sie bekommen den 300-Franken-Büchergutschein, ist günstiger. Nein, Sie bekommen ihn in Euro, danke. So, dann kommen wir gleich zum Ding der Woche. Juhu! Wir haben kein Ding der Woche. Oh ja, ich habe nur... Wurscht. Und dann wundert sie euch über ordinäre Antworten. Wieso? Wieso? Das ist ein kleiner Zauberhut. Ich zeige Ihnen kurz via Insert, wozu dieses Ding der Woche dient. Und dann freuen wir uns auf lustige, kuriose Antworten von meinem Rateteam. So, da. Das ist leider vollkommen klar. Was heißt, das ist leider vollkommen das ist, klar? Das ist leider vollkommen klar. Na gut, da bin ich sehr gespannt, wenn das Ding beim Gerold ist. Ja. Warum ist das so zerknubbelt? Weil es gebraucht ist. Deswegen habe ich so vorsichtig angegriffen und habe es mal dem Victor gegeben. Es ist aus Plastik. Mhm. Und da, das ist so ein Behältnis, also das ist geschlossen da, aber da ist es offen. Also mir würde natürlich alles Mögliche jetzt einfallen, was mit irgendwelchen Phallus-Symbolen oder sonst was zu tun hat, aber das möchte sie nicht mein Niveau. Nein. Es ist allerdings dein Niveau. Ich glaube, der Florian Schäuber arbeitet sich gleich eine neue erogene Zone heraus. Aber nein, ich sage mal, es schaut medizinisch aus, oder? Was meinst du? So, nein, dieses Hellblau und dieses Weiß. Es schaut. Ach, aber Stoppel meinst du, oder was? Aber? Was? Ich habe das nicht gehört. Stoppe. Stoppe kann man immer brauchen. Stoppel ist medizinisch? Natürlich. Ich finde, durch die Farbe, es sieht für mich irgendwie wie medizinisch aus. Nein, es ist für. Das sind mir die liebsten Antworten. Zeitzone. Wenn man urologische Untersuchungen hat, wenn die Prostata untersucht wird, ja, dann muss ja der Arzt sich einen Handschuh anziehen und fährt einem dann mit dem Finger in das Rektum. Wir wissen es. In das Rektum und schaut dann Ding, oh, wie das ist so halt. Ne? Da drehe ich mich vor Schreck um, fahrt mir denn nicht ins Rektum. Ja, pass auf, und wenn... Oh Gott, oh Gott. Wenn man jetzt, du gehst zum Arzt, ja, und der untersucht ja im Rektum die Prostata. Und jetzt sagt der, Herr, Sie haben da was, das ist überhaupt noch nie gesehen. Na, wenn er mal hinter einer bin ich per Du mit dir. Ja. Entschuldigung. Und jetzt sagt der Arzt zu dir, er muss noch mehrere Experten hinzuziehen. Jetzt müsste sie jeder einen Handschuh nehmen. Jetzt schirmst du das hinten eine und jeder kann einfach so probieren. Das ist eine Sparmaßnahme der Urologie. Der urologische Abteil. Du gehst einfach mit dem drin durchs Krankenhaus. Kannst du ein Portier fragen, vielleicht geht das Jahr, das können Sie kurz sagen, dass irgendwas, ich hab da... Was glaubst du, wie es uns geht bei unserer nächsten Untersuchung, wenn mein Urologe die Sendung sieht? Also meiner macht das immer mit Melita Filtertüte. Sagt eure Arbeit, jetzt husten Sie einmal.
Nein, Kinder, bitte, sowas gibt uns doch der Oliver nicht zum in die Hand nehmen. Nein, sagen wir ganz was anderes. Sagen wir, das ist nichts Obszönes, das ist einfach. Das war jetzt, das ist von Biffi. Das war jetzt bei der Zentralmatura in Basteln. Haben Sie es gekriegt, mach eine Zitronenpresse. Kannst du das nehmen? Nein, ich mag es auch nicht. Gib's ihm. Ich will das nicht mehr angreifen. Darf ich zum Blasen üben? Nein! Auf! Ja, aber das kann nicht prinzipiell. Ja. Eisstock schießen für Bläser. Ja, na wart, da kriegst du das nämlich zuerst wahrscheinlich, darf man das? Nein. Ja, oh ja, das ist... Du kriegst das so und du musst so blasen, dass es dann ordentlich... Ja. Aber ich finde es... Da sagst du einfach, dreh dich um und blast den Teil. Ja. Geht da Luft durch? Nein. Nein. Darf ich euch den offiziellen Namen verraten? Bitte. Ja, vielleicht hilft euch das. Was gibt es Neues? Nein, der offizielle Name ist Light Glove. Genau. Ich glaube nämlich, dass es für Kerzen ist. Ne? Also für du Kerzen. Steckst schlicht und einfach da eine Kerze rein. Erstkommunion. Ja, oder Laternen fest. Dann kaufst du eine Kommunionskerze und tust das in sowas rein? Nein. Aber beim Laternen fest, bei Friedensdemos. Da steckst du eine Laterne rein? Nein, warum die Kinder nicht? Gehen mit der Laterne und die Tanten gehen mit kleinen Kerzen, damit sie es immer anzünden. Im Freien? Wie lange gehst du im Freien mit einer Kerze? Kommt auf den Weg drauf an, den du hast beim St. Martinsweg. Man kann du nicht ablenken. Nein, du kannst nicht ablenken. Nein, nicht ablenken. Nein, kann nicht ablenken. Du kannst mit deiner Kerze nicht im Freien. Man kann aber eine Taschenlampe da reinstecken. Ja, damit es nicht nass wird, wenn es regnet beim Laternenfest mit der Taschenlampe. Du steckst die Taschenlampe da rein und wie leuchtest du dann? Ich drehe da auf und oben leuchtet es raus. Das ist super, dann die Fische dann indirekt das Licht. Es heißt Light Glove. Es heißt Light Glove. Ja. Und ein richtiger Ansatz war schon zu Beginn der Runde, der Victor hat das gesagt, als er es nicht mehr hatte. Hat er dann noch einen richtigen... Medizin. Ah, das für dich. Vielleicht bei einer Operation, wenn man den Patienten aufschneidet und im Körper drin ist ja relativ finster. Und nachdem man nicht mehr so einfach einmal einen riesen Schnitt macht und alles aufreißt, sondern immer versucht, möglichst klein, sagt dann der Chirurg, stell dir vor, es geht ein Licht an, was würdest du dann tun? Du meinst, aber... Ja, man macht laparoskopisch. Du meinst die Knopflochoperation ja, laparoskopisch? Aber da haben sie ja Licht da vorne drauf auf diesen Geräten. Ne? Grubenlampen. Ah, genau. Aber trotzdem gibt es Operationen, wo es größere Lampen gibt. Ja? Dieses, und nennen wir es jetzt mal Kondom, als dass es von euch schon benannt wurde, passt ganz genau auf solche Operationslampen. Ja, seht ihr die? Und die musst du angreifen, damit das alles steril bleibt, kommen diese Schutzhüllen drüber. Und die sorgen dafür, dass Keime nicht auf den Griff übertragen werden können. Sondern direkt in den Patienten. Ja, genau. Ein steriler Griffschutz. Sehr schön. Ja? Ja. Gut. Gibst du mir das wieder her? Danke für die Auflösung. Bravo. Gerne. Bravo. Es wird nur zur Information vor allem hauptsächlich bei Augenoperationen verwendet und zur Verfügung gestellt wurde uns dieses Ding der Woche auch vom Verein Licht für die Welt. Ihr wisst, Licht für die Welt organisiert und finanziert in rund 150 Hilfsprojekte in Afrika, Asien, Lateinamerika und Südosteuropa jährlich über 40.000 graue Star-Operationen. Und die haben uns das zur Verfügung gestellt. Ich bedanke mich bei Gerald Pfeisinger in Form einer Spende an Licht für die Welt. Danke vielmals. Applaus
Was gibt es Neues im Kabarett? Sein erstes Soloprogramm hieß Lieder der Berge. Damit hat er den österreichischen Kabarettpreis gewonnen. Morgen bekommt er den Salzburger Stier für sein zweites Soloprogramm Edelschrott. Die Rede ist von Christoph Spörk. Jawohl. Übrigens, in einer Woche wird sein Erfolgssolo Edelschrott aufgezeichnet im Wiener Orpheum. Dafür gibt es noch Karten. Wir gratulieren aber mal recht herzlich zum Salzburger Stier. Danke, Oliver. Auch ich freue mich sehr darüber. Edelschrott ist ja mein erst zweites Kabarettprogramm. Insofern ist der Salzburger Stier eine große Auszeichnung. Meine Frage hat allerdings mit dem Titel meines ersten Programmes zu tun, Lieder der Berge. Worum handelt es sich beim Ausdruck Berggeschrei? Berggeschrei. Jo. Ah, das ist der Hansi Hinterseer. Ein schönes Schildkrötenbuch. Vielleicht. Aber der singt, der singt ja so sanft, der Hansi. Der singt ja ganz sanft. Das sind die das Schuhe, die so schön singen. Ja. Ja, aber der macht ja immer so Bergwanderungen und dann rennen ja so 7000 Fans mit ihm mit. Und machen dann die Alpen kaputt. Ja. Und da oben gibt es dann einen Mordsgeschrei natürlich. Ne? Ja, Berggeschrei. Ja, weil man ja, das weiß er oft gar nicht, glaube ich. Der steht in der Früh bei der Hütte auf, steht am Balkon. Meist, da heraus wieder Sakrische. Ja, noch eine kleine Schildkröte. Es kann nicht sein, dass ein Berg, wenn man einen Tunnel baut, Schmerzen hat. Ich frage mich. Oh ja. Du. Also, beim Chor ein Tunnel, glaube ich, ja. Das tut sich beim Berg weh. Und du warst gerade dabei, sein, gibt es nicht auch eine Sängerin, die Andrea Berg heißt? Mhm. Ja, ja. 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 Die verkauft Millionen verkauft. Ja. Na, wer ist laut am Berg? Na, alle möglichen Viecher zum Beispiel. Ja, ja, aber wer ist besonders laut? Wissen wir da irgendwie? Vielleicht sind die Steinböcke oder die Gamsen irgendwie laut? Mhm. Ja, die Kühe manchmal auch, wenn sie nicht gemolken werden. Ja. Ja. Dann schreien die auch. Mhm. Richtig, ja. Ja, was weiß ich. Ich glaube, es gibt sogar so Erdmännchen, die da oben. Das sind aber die Pfeifen. Die Pfeifen, ja. Das ist aber so lustig, wir reden vom Berggeschrei und du redest gleich wie ein Almhirte. Das macht er immer, das ist so peinlich manchmal, wenn man, egal, was, durch Deutschland fahren. Ja, manchmal. Wenn man jetzt kommt's raus. Ich mag's, wenn ihr zu zweit in der Sendung seid. Was ist, wieso bin ich dir peinlich? Andere Paare gehen zum Therapeuten, ihr kommt zu uns. Ich finde es super. Ich finde es super. Bitte sag's uns, Moni, bitte sag's uns, was macht das? Wenn wir auf den Nee fahren, ja, oder auf Urlaub, egal, wir befinden uns außerhalb. Also Großraum 150 Kilometer Umkreis um uns. In dem Moment wechselt er auch die Sprache. Mhm. Steigen wir in Tirol aus, retten nur mich so. Ja. Steigen wir in der Schweiz aus, ähnlich. Die Schweizer, denen krampft es ja sowieso, also denen rollt sie Zehennägel ein, wenn ihr schweizerisch redet. Ja, ist urpeinlich. Ja. Was, bist du ein Akzentchamäleon oder wie? Das, ja. Ich bin ein Sprachzonensammler. Gut. Ich merke schon, mit dem Berggeschrei kommen wir nicht wirklich weiter. Dann nehme ich doch Christoph Spörk her und sage, bitte verrate uns, was ist ein Berggeschrei? Berggeschrei ist ein etwas veralterter Ausdruck aus dem Bergbau. Wird deswegen auch oft mit Y geschrieben. Gemeint sind damit sich schnell verbreitende Gerüchte über Erzfunde. Sowas konnte wahre Völkerwanderungen auslösen. So zum Beispiel bei der Entdeckung des Silbers im Erzgebirge oder vergleichbar natürlich der Goldrausch in Amerika. Ich danke euch, das war eine wunderbare Sendung. Ihr wart ein großartiges Team. Danke auch an Sie hier im Saal und bei Ihnen zu Hause. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Am nächsten Freitag bei Was gibt es Neues? Schönes Wochenende.